Heartbreaks sind fucking hart. Oh mein Gott, ich habe ein paar Sonnenbrillen bestellt. Das sieht so komisch aus. Ich guck mich den ganzen Tag an. Ich habe außerdem Tequila bestellt. Manche Dinge brauchen einfach Zeit. What's up? Hi, welcome to a new vlog. Wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist der erste offizielle Vlog as a single Pringle. Ready not to mingle. Es fühlt sich gut an, dieses Video zu drehen. Ich bin ready for everything. Es wird wild auf jeden Fall. Ich glaube, dieser Sommer wird krass. Ich spür's. Ich war heute Morgen beim Pilates und ich habe gleich mit meinem Management einen Update-Call. Wir haben jeden Morgen einen Call, um uns ja up to daten und zu schauen, ne, was so ansteht an dem Tag. Und ansonsten muss ich heute ins Office und bevor ich ins Office gehe, muss ich zum Zahnarzt. Ich krieg meinen Draht raus. Ich höre hier ein und da oben. Und den habe ich schon seitdem ich, glaube ich, 13 bin oder 14. Nee. 13? 12? Irgendwie sowas. Und ich habe Zahnarzt gewechselt und der meinte so zu mir, dass mein Draht zu nah an meinem Zahnfleisch ist und mein Zahnfleisch entzündet ist. Und deswegen machen wir den Draht raus. Und ich hatte euch ja mal erzählt, dass ich sehen will, wie es aussehen würde, wenn meine Zähne nebendran genauso lang sind wie meine vorderen Zähne. Man kann das mit so Kunststoff machen und er macht mir das, ohne das zu härten, damit ich einfach mal sehe, wie das aussieht, weil es mich mal interessieren würde. Weil klar, also es gibt ja schon so ein Ideal von einem schönen Lachen und meine Zähne sind halt schön, aber jetzt nicht das Ideal. Und nicht, dass man das Ideal machen muss, aber es würde mich einfach mal interessieren, wie es aussieht. Das nennt man Composite Bonding. Ich traue mich aber nicht, das Final zu machen, aber der meinte, er kann es mal drauf machen und es dann nicht versiegeln sozusagen, dass es dann bleibt und dann kann man es einfach wieder abschmieren. Da ich so, ja okay, da kann man es ja mal probieren. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das heute aussieht. Das einfach nur hier so verlängert. Und ich muss Haare waschen und eine Story machen und gehe ins Office und dann gehe ich heute mit Sophie abends noch weg. Ja, that's so the plan. Ich nehme euch wie immer mit. Ich habe das Video noch nicht gepostet. Mein Live-Update. Deswegen weiß ich nicht, wie ihr reagieren werdet, aber ich will, dass ihr euch keine Sorgen macht. Auch wenn ich nicht glaube, dass sich jemand wegen mir Sorgen macht. Aber ich will einfach nicht, dass ihr euch zu viele Gedanken macht. Es ist alles okay, es ist alles gut so. Aber manche Dinge sollten einfach nicht sein. Manche Dinge sollten einfach nicht sein. Und manche Dinge brauchen einfach Zeit. Das ist eigentlich so das, die Quintessenz aus allem. Heartbreaks sind fucking hart. Also, not gonna lie, die erste Zeit ging es mir richtig schlecht und ich war dann auch noch lange Zeit mega krank. Das kam dann irgendwie alles so aufeinander, aber es war einfach alles gut so. Ich bin voll ready, mal darüber zu reden. Ich hätte so Lust, in einem Podcast einfach mal darüber zu reden, weil ich habe das Gefühl, auf Video ist das alles immer so ein bisschen, man achtet sehr darauf, wie man gerade aussieht und wie man was sagt. Und im Podcast geht es einfach nur so um die Facts. Ja, ich vermisse irgendwie Podcast voll. Und so viel verändern tut sich auch nicht. Und das habe ich auch schon gemerkt, so in meinem Leben. Aber ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr für Videos gerne sehen wollt. I'm open. Let me know. Und falls du auch gerade durch einen Heartbreak gehst, you are not alone. Du bist nicht alleine und du bist nicht die Einzige, die diese Emotionen und diese Schmerzen fühlt. Und geteiltes Leid ist halbes Leid. Deswegen alle, die gerade von irgendwas sufferen, sich getrennt haben oder nicht happy sind. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und ich bin voll bei dir und ich will dir ein Stück wegnehmen von diesem Schmerz und von was auch immer, was dich belastet. Und deswegen hoffe ich, dass das Video ein bisschen hilft. So, ich frühstücke jetzt.
lese ein weiteres Kapitel von It Ends With Us. Ich finde das Buch bisher richtig gut. Und ja. Komm gerade aus der Dusche. Gleich muss ich meine Haare föhnen. So Leute, ich bin on my way zum Zahnarzt. Boah, ich fahre da jetzt hin, krieg mein Dings entfernt. Ich bin echt gespannt, wie es wird. Ich weiß nicht genau, ob ich dort filmen kann. We will see. Aber I take you along. And I would say let's fit. Ich habe ein ganz entspanntes, ganz entspanntes Outfit an, so ein Rollkragenpullover von Prada und eine Levi'n Leggings und Agelinis. Ich muss nur den Arm erstmal ein bisschen hier. Oh, das sieht so komisch aus. Posten. Genau. Okay. Spielerei. Ja. Spaß. Ja, glaube ich. So, ich komme jetzt vom Zahnarzt und ich habe die Dinge abgemacht, weil, ach, ich weiß nicht. Ich habe jetzt Videos gemacht und ja, zeig den anderen das später mal. Ich weiß eh, dass die dagegen sein werden, genauso wie mein Dad. Aber was ich gemacht habe, ist meine vorderen, diesen einen Zahn schleifen, abschleifen. Ach, wie sagt man das in richtigen zahnärzterischem Vokabular? Also was ich gemacht habe ist, also beziehungsweise mein Zahnarzt hat mir gesagt, dass er findet, was viel eher auffällt, ist, wenn die vorderen Schneidezähne nicht symmetrisch sind. Und meine waren halt schief und deswegen hat er die so ein bisschen ausgeglichen. Und jetzt sind diese... Pass, fuck mich ab, ich muss kurz wegmachen. Sorry. Genau, und deswegen hat er die jetzt ausgeglichen, sodass die symmetrischer sind. Eins symmetrisch sind die nicht. Das müsste man mit einer Spange korrigieren oder so. Und da habe ich ehrlich gesagt jetzt gar keinen Turn drauf. Ist auch mir Wayne, um ehrlich zu sein. Ganz Wayne ist es mir nicht, aber es ist mir schon ein bisschen Wayne. Ich würde jetzt nicht unbedingt eine Spange wollen. Was wir gemacht haben ist... Der Hauptgrund ist eigentlich mein Draht und zwar ist er zu weit oben, dass mein Zahnfleisch entzündet ist und deswegen werden wir das jetzt mal checken. Das ist ganz komisch, deswegen lispel ich auch so komisch. Weil man der Draht war jetzt bestimmt 10 Jahre in meinem Mund. Wann habe ich meinen Draht bekommen? Bestimmt mit 14. Das war Save for Louis. Ganz sicher. Na egal. Auf jeden Fall ist er jetzt weg. Und deswegen lispel ich so ein bisschen, weil ich mich da irgendwie noch nicht so richtig dran gewöhnen kann, dass da jetzt, wie gesagt, nichts mehr ist. Weil da war ja die ganze Zeit so Kunststoff drüber. Naja, auf jeden Fall habe ich gerade ready gemacht fürs Office. Und ich habe ein paar Sonnenbrillen bestellt, die ich mit euch tryen möchte. Und zwar sind die von Prada und Saint Laurent. Und ich habe die bei Mr. Specs bestellt. Meine ganzen Brillen, die ich habe, sind von Mr. Specs, also Lesebrille, Blaufilterbrille und. Die haben eine riesen Auswahl von Kontaktlinsen, von Lesebrillen, von Sonnenbrillen, everything. Ich bin mir sicher, dass ihr die kennt, sowohl online als auch in-store. Gibt es über 60 Filialen in Deutschland und deswegen ist es sau geil, weil die einfach es einem so unkompliziert machen, die perfekte Brille für einen zu finden. Das Coole ist, ihr könnt 4 Modelle euch nach Hause bestellen und ganz in Ruhe anprobieren, mit Outfits gucken, wie passt die Brille zu eurem Lifestyle. Und ich habe mir die hier bestellt. Ich finde die eigentlich ganz cute. Ist mal was anderes. Müsst ihr mir mal schreiben, wie ihr sie findet. Und wenn ihr euch für euren Favoriten entschieden habt, könnt ihr ganz einfach online oder auch im Store euren Favoriten mit der bestimmten Stärke, die ihr braucht, bestellen. Und falls euch der Style nicht gefällt und ihr nicht happy seid mit der Brille, gibt es auch die Geld-Zurück-Garantie, was unnormal smashig ist. So wisst ihr immer, okay, selbst wenn ich nicht happy bin, gibt es immer eine Lösung. Bei Mr. Specs bekommt ihr außerdem auch immer Qualitätsgläser, wo so eine Schicht drüber ist, dass sie nicht zerkratzt. Da ist ein UV-Filter drauf und eine super Entspiegelung. Das heißt, dass so störende Spiegelungen verhindert werden. Und das ist eine der Sonnenbrillen von Saint Laurent. Wie findet ihr die? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die so zu mir passt. Was sagt ihr? Irgendwie finde ich, dass die hier bei mir zu spitz ist. Mann, aber ich fand die eigentlich so cute. Und dann habe ich noch eine auch von Saint Laurent bestellt, weil ich den Style auch mega geil fand. Ich weiß aber nicht, ob die mir steht. Findet ihr die zu wild an mir? I'm not sure. Ich finde irgendwie cool, aber not sure about that. Und dann habe ich einen Evergreen bestellt, wo ich selbst weiß, dass er mir gefällt, und zwar von Prada.
Ich habe dieselbe auch in schwarz, weil die so cool ist. Und zwar sieht die so aus. Diesmal ist die mit so einem Turtoise, also mit so einem Braun. Und ich finde die richtig, richtig nice. Ich mag den Style sau gerne. So, und jetzt zeige ich euch noch meine zwei Everyday-Brillen. Und zwar ist der Unterschied, dass hier Stärke drin ist und hier ist Blaufilter. Die trage ich halt, wenn ich viel am Handy bin, wenn ich arbeite am Laptop und, weil ich merke voll den Unterschied, wenn ich die trage. Und ich habe eine neue Lesebrille, beziehungsweise ich habe -5,75. Also ich bin schon nicht so gutsichtig. Und deswegen habe ich mir eine neue Brille Oh mein Gott, ich habe ja Kontaktlinse drin. Oh mein Gott, das war gerade so ein Schock. Okay, ich zeige es euch nochmal, aber ich mache die Augen einfach nicht auf. So sieht die Brille aus. Ich finde die sehr, 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 sehr geil. Das ist etwas, was ich vorher einfach noch nie hatte. Und die ist, wie gesagt, so transparent und auch hier mit so Gold. Und die ist von Gucci. Und ich finde die wirklich richtig nice. Ich habe sehr viele Komplimente bekommen. Und ja, die Brille, die ich vorher hatte, diese schwarze, die war von Bottega und die war auch von Mr. Spex. Also ich bin so schon seit Jahren addicted zu Mr. Spex Brillen. Ich werde euch alle Modelle, die ich euch gezeigt habe und von denen ich geredet habe, in der Infobox verlinken. Und falls ihr Lust habt, ein paar Brillen zu shoppen, kriegt ihr 15% mit meinem Code in-Store und online in Deutschland und Österreich. Richtig, richtig cool. Ich hoffe, ihr freut euch und falls ihr noch ein bisschen Inspo braucht oder nicht wisst, welche ihr holen sollt, schickt mir gerne DM und ich helfe euch gerne aus. Denn es ist my favorite thing to suchen some fashion aus for you und dazu gehören auf jeden Fall auch Accessoires. Und ich mache mich jetzt ready, ziehe mich um und dann geht's los ins Office. So, das ist mein Outfit. So ein Snack mitgenommen. Und hier haben wir auch noch einen Snack. Let's go to the office. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, listen to my name. Genau. Open up a beer and so, oh mein Gott! Souvenir, play a video game. Fällt euch was auf an mir? Wo? In welchem Bereich deines Körpers? Hier so. Deine Augenbrauen sind anders. Okay. Hier so. So. Meinem Gesicht. Deine. Du hast da nicht richtig geblendet. Nein. In deinem Zähne. Was ist mit deinen Zähnen? Oh mein Gott, die sind voll weiß. Zeig mal. Die sind immer weiß. Was machst du? Zähne putzen. Ja, aber so. Gute Genetik. Gar nicht. Die Cover, ich schwöre dir, ich hasse dich. Manchmal. Ich auch. Für die Haare und für die Zähne. Die Haut, Haare, die Zähne, deine Nägel. Hintern. Dein Hintern. Bauch. Bauch. Die Liste ist sehr lang. Wow, danke. Ich habe euch auch richtig gern. Das sind ja Komplimente eigentlich. Nee, aber was ist denn jetzt mit deinen Zähnen? Du hast du gemacht, aber ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Ja, und zwar, ich habe heute dieses Composite Bonding gemacht. Was und diese zwei Zähne hier verlängert. Oh mein Gott. Dass sie alle auf eine Reihe sind, ist es nicht dran. Ich habe es wieder abgemacht. Einfach um zu sehen, wie es aussieht. Und? Guck mal, wie die gucken, richtig judgy. ich habe es wieder abgemacht, ich habe Videos gemacht, weil ich... Okay, ich glaube, mir gefällt es nicht. Auf jeden Fall hat er da meine Zähne geschliffen, weil er meinte zu mir... Deswegen sind die so weiß, du Lügner. Nein, das ist hier unten. So. Nee, der hat gesagt, es fällt eher auf, dass die vorderen Zähne schief, also der eine länger als der andere sind, als dass die hier nicht gleich lang sind wie die hier Hörner. Hast du eine Schiene drin? Nicht mehr, der hat die oben raus... Aha. Was sollen wir da jetzt sehen? Da ist oben keine Schiene mehr. Ach, ist egal, da ist oben eine. Ah, lol, ich wusste auch nicht, dass du oben keine hast. Nee, ich habe oben auch. Deswegen sieht es immer aus, als hätte ich Karies oben, als die Schiene war. Auf jeden Fall ist sie jetzt weg und deswegen lispel ich auch, weil ich habe die seit 10 Jahren drin gehabt. Ich habe das Lispeln jetzt nicht wahrgenommen. Ich habe nichts davon gemerkt. Okay, auf jeden Fall. Karies noch, dass du lispelst. Okay, soll ich euch jetzt ja. Mal zeigen, wie das aussah? Schön, oder? Sieht gruselig aus, du siehst aus wie ein Hai. Boah, du siehst aus, als wäre wie so eine... Sieht aus wie eine Piranha-Attacke, das mag ich gar nicht. Findest du? Ich mag es überhaupt nicht. Sieht aus, als hättest du so ein Vampirgebiss drin. Kein ja, wie halt diese, die sich halt... Es ist zu perfekt, ne? Das sieht scheiße aus. Also was heißt zu perfekt, aber es sieht zu...
Er meinte auch so zu mir, er würde es mir nicht... zugemacht aus, ja. Genau, er meinte zu mir, das Schöne an einem Menschen ist ja, wenn der so imperfectly perfect ist. Und das ist ja, nicht alles so nach... Ja, und du starrst mal dazu viel an. So ja, hä? Fang jetzt auch nicht an, nur weil die das gemacht hat. Die schiefen Zähne, ja. Ja. Aber ich finde, er hat recht, also mir gefällt es auch ohne viel besser. Besser ist es. Ja. Wenn du damit jetzt rumgelaufen wärst, dann... Das sieht wirklich, das sieht zu zähnig aus. Das ja. sieht so aus, da war so viel Zahn ja. auf diesem ja. Bild. Ganz schlimm. Weil mein Zahn hier unten, also weil hier das halt saubreit ist, also sieht es aus, als würde da mein Zahn so gehen. Das ich habe noch nie das bei dir wahrgenommen. Noch nie. Guckst dich einfach zu viel an. Ja. Das ist, ich guck mich den ganzen Tag an. Eben. Ja. Und das dafür ist einfach ich nur ein echt, Zahn. Ja. Das ist wie wenn du 7 Jahre eine Nase anstarrst, dann ja. irgendwann sieht die Nase auch komisch aus, weil es einfach komisch aussieht. Ja. Ja. So, jetzt ist sie so viel sauer. Mir reicht. Den Stoff zeigen. Ja! Ja. Den hast du auch schon. Ja, da habe ich gerade schon versucht, oh. irgendwie zu erklären. Aber ich oh mein Gott. Wie smashig sieht es eigentlich aus? Ach, du hast schon gesehen. Ja. Das ist so geil. Ich finde die Farben mit Träumchen. Ja. Und ich finde auch die Hose auch richtig geil. Und geil, vor allem ist geil. Es so innovativ, nicht innovativ, aber es wäre einfach mal was Geiles. So Leute, Sophie und ich sind jetzt ganz ratzfatz after work in dem Social Club. Wir sind zum ersten Mal hier und mir ist gerade eingefallen, dass ich heute vlogge. Deswegen vlogge ich jetzt. Wir haben hier Tacos, Spargel, Kartoffeln. Ja, die lachen mich alle aus. Und wir haben kostenlose Guacamole. Dankeschön. Wir haben kostenlose Guacamole gekriegt. Und leider essen wir keine Guacamole. Wir haben es probiert, aber es ist einfach nicht unser Ding. Ja. Und hier ist ganz viel mit Koriander. Ich habe außersehen Tequila bestellt. Also Sophie liebt den Koriander. Heute wird es wild. Wir haben kostenlosen Nachtisch bekommen. Und das ist einfach so lecker. Wir hätten uns das... Nein, das ist kein Smoked Cheesecake. Das ist einfach nur pervers geil. Das ist so Kuchen und der ist richtig juicy. Der ist getränkt in irgendwas. Was? Der ist getränkt in irgendwas. Als ich gelesen habe, hat es mich nicht angeturnt, aber es schmeckt richtig geil. Schmeckt unnormal geil. Und irgendwas anderes wollte ich jetzt sagen, aber es ist einfach lecker. Also generell das Essen hier war richtig lecker. Ich wollte hier schon ein paar Mal hin, aber das hat nie geklappt, weil ich entweder Sky dabei hatte oder wir zu spät waren oder keine Reservierung, weil es zu voll war. Aber unter der Woche, Leute, Flash. Sophie und ich sind in der Shisha-Bar. Oh, it's so cozy. If you got it bad, like I got it bad for you.